Hey, ich grüße dich. Schön, dass du wieder hier bist. Bin immer noch im Dschungel von Tortage und nach meinem letzten Abenteuer bin ich doch etwas ausgelaucht. Aber jetzt habe ich den nächsten Auftrag bekommen. Vorher musste ich mir noch ein paar neue Klamotten besorgen, weil meine irgendwie schon kaputt waren. Begib mich jetzt in den tiefen, tiefen Dschungel. Muss mal auf die Karte gucken, ob ich hier richtig bin. Auf, glaube ich, falsch. Suche fleischfressende Pflanzen. Man hat mir gesagt, dass ich sie tief im Dschungel finden werde. Ich weiß nur noch halt nicht welchen Weg. Man hat mir nicht gesagt, wo ich hin soll. Probier's mal hier vorne. Hier ist ein. Was steht hier drauf? Vulkangipfel. Okay. Guck ich mal, ob ich hier was. Er war hier gewesen. Sieht verlassen aus, aber die Glut ist noch frisch, also ich denke, am Morgengrauen werden die sich auf den Weg gemacht haben. Die haben noch nicht mal ihren Hasen gegessen. Okay. Vielleicht wurden sie überrascht und mussten eilig weg. Skorpion. Ja, und das sind. Ich glaube, das sind die Pflanzen, die ich suche, oder? Nieder mit dir. Hier ist sie. Stell dich. Das ist seltsam. Die Pflanze hier erledigt. Ich glaube, ich kann schwer atmen. Irgendwas liegt hier in der Luft. Ich darf nicht allzu lange hier bleiben. Da ist noch eine Pflanze. Okay, weiter geht's. Geh schnell wieder raus. Auch noch mehr Pflanzen. Da ist noch einer. Ich fühle mich gut, ich fühle mich gut. Ah, guck mal, hier was liegen gelassen. Erstmal mit. Au!
die Schlangen auch haben? Sieh dir das Leder drüber. Du Biest, komm her! Ah! Yes! Ah! Oh yeah. Es ist reines Gift. Die Pflanzen versprühen irgendeine Giftart. Oh nein, es geht mir schlecht. Oh, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Nein, ach, scheiße. Oh. Na, das war ja mal aufregend. Aber ich geb nicht auf. Ich geb nicht auf. Die Bestien. Ich habe nicht umsonst so lange trainiert, den Bestien zu zeigen, wer hier der Herr im Dschungel ist. Ich brauche diesen Auftrag. Ich brauche das Gold. Ich habe Hunger. Im Rückweg werde ich mir diesen Hasen da mitnehmen. Ich werde ihn mir als Belohnung reinziehen. So, eine Pflanze brauche ich noch, die hole ich mir noch ganz schnell und dann haue ich hier ab. Hier. Warte. Hey, was willst du? Was ist das? Eine Schlange hier. Hau ab. Eindeutig bessere Luft. Eindeutig.
Jo, Laranga, ich bin wieder da. Heil, ich bin Laranga, der Hauptmann der Mauer. Weiß ich doch, Mann. Ich habe genug von diesen verfluchten Fleischfressern getötet. Ekelhaft, nicht wahr? Ein Gelehrter würde sicher einen Grund finden, warum Bäume böse werden. Aber so etwas kümmert Laranga nicht. Ich will sie einfach nur tot sehen. Danke für eure Hilfe. Hier habt ihr eine Belohnung für eure Mühen. Danke dir. Mach's gut. Möge das Glück euch hold sein. Ihr werdet es brauchen. So, dann gucken wir mal rein. Ein Dolch hat er mir gegeben. Das fragt mich. Wer ist hier? Oh, guten Tag. Hallo. Dame, wie geht's dir? Ist. Oh, guck mal hier. Ich habe ja noch hier Hände dabei. Ah, neue Handschuhe. So, meine Heugabel macht aktuell 17 bis 31 Schaden. Und macht der Ja, ich probiere. Ich das einfach mit meinem. So? Warum kann ich das Schild nicht auf? Warum geht das nicht? Was ist mit dem Schild? Willst du noch nicht erzählen, dass ich diesen Fleischreißer mit zwei Händen tragen muss? Eine Wurfwaffe. Nein, leider nicht. So. Gehe ich nach Totage und schau mal, ob irgendjemand für mich einen neuen Auftrag hat. Muss ja eigentlich noch an die Küste. Irgendwelche Drüsen von Kreaturen besorgen, hat man mir gesagt. Unten. Immer unten fahren. Was vielleicht für mich interessant und lohnenswert wäre. Hallo, ich grüße dich, junge Dame. Was gibt es? Wieder schlechte Nachrichten? Seid gegrüßt, edle Dame. Nicht ganz edel, fürchte ich. Ich habe alles an Piraten verloren, die durch die Blockade an Land gefesselt sind. Die Rote Hand tut nichts, um die Stadtbewohner zu beschützen. Jetzt habe ich alles an sie verloren. Alles, sogar meine Sklaven. Was ist mit euren Sklaven geschehen? Nachdem die Piraten meine Villa geplündert haben, sind die Sklaven gegangen. Sie haben sich unter die Piraten gemischt, die außerhalb des reichen Viertels kampieren und von meinen Familienerbstücken leben. Zur Hölle mit dem Pack! Könnt ihr euch helfen? Wollt ihr Rache? Ja. Wirst du sie stellen? Ein paar Piraten und ehemalige Haussklaven machen mir keine Angst. Die Wachen der Roten Hand sind es, vor denen du Angst haben solltest. Sie beschützen die Piraten, die südlich von hier kampieren. Töte sie dafür, was sie mir angetan haben. Helfe dir. Bis gleich. Wiedersehen. Bis. Admiral Strom wünscht seinen Untertanen einen gesegneten neuen Tag im scharlachroten Tortage. Sehr aufmerksam. So, da in die Ecke muss ich. Dann schaue ich mir dieses Piratenpack mal an. Hey Jungs. Okay, ihr wollt gleich Stress haben. Ich wurde schon lange nicht mehr so herzlich empfangen wie bei diesen Jungs hier. Das wird wohl Spaß machen. Dann lasst uns mal ein bisschen spielen. Okay, das sind viele.
Geh mir einfach dazu. Wenn auch ein paar Piraten haben willst, dann helf mir einfach und guck nicht so dämlich zu. Kriegst du was mit meiner Heugabel? Dann hau ich mal hier schnell wieder ab, bevor hier einer von der roten Hand da kommt und mich dabei sieht. Und tschüss. Alle Jona, ich habe alles getan, wonach du gebeten hast. Was gibt es? Wieder schlechte Nachrichten? Letzte Woche haben piktische Klingen Alter, halt die Fresse da hinten, hör auf, jetzt rumzuschreien. Ich bin zurück, edle Dame. Hast du es getan? Sind sie tot? Mussten sie leiden? Nein. Sie sind alle tot. Das wird ihnen eine Lehre sein, mein Haus zu verlassen. Ich belohne dich für deine gute Arbeit. Danke dir. Mach's gut. Leb wohl. Wer schreit denn hier so die ganze Zeit? Welcher Idiot. Oh, eine Jägerin. Hallo. Heil! Schmerzt euch die Blockade? Mich schmerzt alles, was dieser Bastard Strom macht. Habt ihr schon gehört, was er in den Katakomben anstellt? Wah! Ein solcher Mann muss ein eitriges Loch als Herz haben. Ich würde mich fragen, warum hast du so einen großen Mantel an? Hast du Halsschmerzen? Ich hab viel gehört, aber was meint ihr genau? Ich mag nur ein Kaufmann sein, aber ich bin gebildet. Ich weiß, dass Tortage auf den Knochen einer toten Stadt steht. Die Katakomben sind acheronischen Ursprungs. Ich weiß es und Strom weiß es auch. Er saugt die Magie aus den Steinen und nutzt sie für dunkle Taten. Ihr scheint viel darüber zu wissen. Ich war nicht immer Kaufmann. Ich habe mich einst als Okkultist und Magier versucht. Das war nichts für mich. Ich spüre Magie. Ich spüre sie, so wie die meisten Leute die Stimme eines Freundes hören oder einen lauen Sommerwind spüren. Aber ich konnte sie nie kontrollieren. Und ich sage euch, die Katakomben strotzen vor Magie. Sie bereiten mir schlimme Kopfschmerzen. Was treibt denn Strom? Ich weiß nur, was ich in meinen Träumen gesehen habe. Soldaten der Roten Hand lauern im Dunkeln. Stroms Magier stehlen dunkle Magie aus den verhexten Mauern. Die Opfer werden gehäutet, ihre Augen aus dem Schädel gerissen. Sie erheben sich, voll Zorn, voll Schmerz, pulsierend vor schwarzer Magie. Und ein Monster ist geboren. Die Hunde der Roten Hand nehmen jeden Bürger oder Söldner gefangen, der sich dort hinunterwagt. Ja, ekelhaft. Da muss es ja richtig zur Sache gehen. Aber ich gehe in die Katakomben, um diese Bastarde der Roten Hand zu töten. Tötet sie alle! Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind auf Tortage verflucht die Rote Hand! Lasst sie bluten! Sie sollen bezahlen! Ich gebe mein Bestes. Viel Glück! Danke. Okay. Ich muss mich darauf vorbereiten, aber ich werde hier oben noch schnell ein kleines Mädchen trinken. Kein Mädchen, sondern ein Met, ein Krug Met, wo ich mich in die Katakomben wahre. Ich hoffe, du begleitest mich nächstes Mal wieder.